Wäre aber irgendwie lustig. Und zwar gab es da hinten noch was. Hier, da könnte man theoretisch auch noch hin. Kann, glaube ich, sein, dass der Aufzug, wenn du drin bist, nicht dich bewegt, sondern das Level um dich herum nach oben. Weiß ich nicht. Also rein theoretisch kann das sein. Ich würde echt gerne wissen, wie ich da hinkomme. Ich glaube, in dem Fall ist es aber tatsächlich so, dass sich die Figur bewegt. Weil das Level-Design damals, diese Engine, die war sehr. Ich glaube, erst im Tomb Raider 4 oder 3? Ich glaube, nee, in 4 war das erst so, dass sich tatsächlich dynamisch Blöcke bewegen konnten. Davor war das alles nur statisch. Ich speichere mal eben, ich will was testen. Die Gefahr hin, dass ich sterbe, aber ich habe gerade echt keinen anderen Plan. Vielleicht überlebe ich es ja. Ich überlebe es. So, schauen wir doch mal, was es hier so alles gibt. Ich habe keine Ahnung, ob das der richtige oder der offizielle Weg hier runter ist. Nein, 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 ich höre was. Es gibt noch Munition, das ist grundsätzlich mal nie verkehrt, aber so, und jetzt bin ich hier oben und nu war's das. Toll. Da draußen auch noch so einer. Ja. Also ich wäre ab jetzt wieder offen für Ideen. Ich meine, da unten gab es ja auch noch so zwei. Es gab noch eine Tür im Swimmingpool, es gab noch eine Klappe, eine Bodenklappe hier an dieser Skulptur unten und es gab noch irgendwo eine dritte Bodenklappe, genau hinten bei dem Rockkonzert, bei der Rockkonzertbühne. Aber ich wüsste nicht, wie ich die aufkriegen soll. Nichts in diesem Level deutet darauf hin, wo man dafür hin müsste. Ach, guck mal, man hätte auch hier rückwärts abspringen können. Ein Bildfehler. So, habe ich noch Kakao? Ein bisschen Kaba habe ich noch. Oh. Es kann vorkommen, dass sich die Käfigtüre nicht öffnen und der Vogel nicht in den Gang hinauskommt.
Lara kann dann das Level nicht beenden. Okay. Aber ein Spielstand von zuvor. Okay, probieren wir mal 107. Die Frage ist, was löst den Bug aus? Ich musste dann irgendwie mein Verhalten, wenn ich das Ding neu lade, ändern, dass der Bug nicht passiert. Immer 106. Aber danke, Sam, da hätte ich mich sonst jetzt echt einen Wolf gesucht. Ich wusste, dass das Bonuskapitel durchaus einen Bug hat. Okay, 105. Dann gehe ich jetzt mal direkt, wenn ich im Aufzug nach oben gefahren bin, den Gang runter. Vielleicht ist das die entscheidende Stelle. Vielleicht überspringe ich den Schalter. Das wäre prinzipiell denkbar, aber... Ach so, du meinst, vielleicht sollte ich da einfach durchlaufen. Aber kein Mensch läuft da durch. Jeder würde da drüber springen. Nö, hat nichts geändert. Wie gesagt, das ist halt die Frage, was muss ich an meinem Verhalten ändern, dass ich den Bug nicht triggere? Klar kann ich jetzt immer weiter frühere Spielstände nehmen, aber ich weiß ja nicht, ab wann das Fehlverhalten eingesetzt hat oder das für das Programm nicht geplante Verhalten eingesetzt hat, was dann zu diesem Bug führt. Ich sehe gerade echt schwarz dafür, dass wir hier doch nicht das Level vollenden können. Vielleicht muss ich da nochmal... Weiß ich nicht, ein paar Minuten im Internet suchen, vielleicht gibt es ja auch einen Spielstand ab der Stelle, wo der Bug übersprungen wurde oder so. Hätte ich jetzt auch kein großes Problem damit, dann einfach so einen Spielstand zu laden. Ah, das ist jetzt natürlich echt ärgerlich. Eigentlich ungern, aber ich denke, mir bleibt nicht viel anderes übrig. Kannst du dir Links für den Walkthrough mal posten? Shell will den ganz sicher nicht lesen, weil Shell will ja wahrscheinlich sich nicht selbst spoilern. Ich möchte ja auch nicht, dass ihr das jetzt euch spoilert, nur damit ich jetzt hier durchkomme. Dann machen wir mal folgendes, pass mal auf. Was haben wir denn jetzt hier? Vogelkäfig. Okay, die Bilder laden nicht.
Links findet ihr ein Schlüsselloch, benutzt den Schlüssel dort, dreht euch die offene Tür, folgt dem Gang. Atrium und Statue, Uzi und Schlüssel im Pool. Goodies im Dschungel kann übersprungen werden. Ja, zweimal, ja, genau, das hatten wir. Cell Block Rock. Kleines Medipack, Schläger, Killer, Fackel, kleines Medipack, Uzi, Muni, Schrot, Schrot, Schläger. Zwei benutzt die Blöcke ganz nach oben, ja, genau, auf der Rückseite. Wenn ihr euch nahe. Ja, da haben wir noch ein Secret, gut, das ist mir gerade egal. Da haben wir auch nichts übersehen. Aufzug, haben wir auch gemacht. Türstromkreis. Schickt den Lift mit dem Schalter unten, springt auf dessen Dach und klettert die Leiter hinauf, begebt euch in Gang, wendet euch, ja, Schläger, Schrotmunition, schaut dann aus dem Fenster, rutscht die Schräge hinab und springt ab, um die Statue zu erreichen. Lasst euch zu Boden rutschen. Das ist aber auch nur für Goodies. Außenbereich, genau, T-Rex, erschießt den und zieht euch, wenn nötig, zum Poolbereich zurück. Ach was. Kann man sich viel einfacher verstecken. Genau, Automatik, Automatikwaffe. Wendet euch an die Schläger, lauft genau, bla blub. Elevator Junk, ach genau, das haben wir auch. Lauft schnell in den Fernsehladen mit dem Schild Bartoli. Ach, das ist ein Fernsehladen gewesen. Ein weiterer T-Rex wird erscheinen, den haben wir auch erledigt. Haben wir auch. Im Dinosauriergehege den Goldbarren haben wir auch. Kehrt zum Hotel zurück. So, dann sind wir ja eigentlich echt fast durch. Kletter rein an der Skulptur. Nun befindet sich die Sicherung für den Lift ganz oben in eurem Gepäck. Es wird also Zeit, wieder ganz nach oben zurückzukehren. Da der Weg nach unten mit einem beherzten Sprung gemeistert wurde, wird sich der Rückweg etwas komplizierter gestalten. Danke, das habe ich auch schon festgestellt. Haben wir Schräge, greift zum Rutschen, hangelt euch nach rechts, bla, bla, genau, haben wir auch. Aufzug in die Hölle, was? Springt mit Anlauf zurück auf den Gehweg. Zu eurer Linken ist nun, na, das sind Goodies. Warte, 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 warte. Zu eurer Linken ist nun eine geöffnete Tür, die ist gar nicht geöffnet bei mir. Das ist da, wo ich vorhin noch war. Mit der Uzi-Muni und der Automatik-Munition, da ist keine geöffnete Tür bei mir. Ja, da will ich gar nicht lesen. Ja, genau, da ist der Bug. Aber das heißt, da kommt auch nicht mehr arg viel. Also ist wahrscheinlich das Ende vom Level, dass wir den Vogel noch töten. Puh. Also, da der Weg nach unten mit einem beherzten Sprung gemeistert wurde, wird sich der Rückweg etwas kompliziert gestalten. Lauft zu der goldenen Skulptur, begebt euch zu der Seite am Dschungeleingang, klettert hier in der Skulptur empor, klettert nach links hinüber und weiter nach oben. Dort könnt ihr euch auf eine Plattform mit Uzi-Muni hinaufziehen. Sammelt diese ein, schaut zu den Schrägen rechts. Springt auf die Schräge und greift im Rutschen nach der Kante. Hangelt euch nach rechts, klettert dort weiter hinauf und oben nach links, bis ihr euch hochziehen könnt und oben auf der Statue herauskommt. Das habe ich genau so gemacht. Springt mit Anlauf zurück auf den Gehweg, das habe ich auch gemacht. Zu eurer Linken ist nun eine geöffnete Tür. Nö, die ist nicht bei uns. Die ist bei mir nicht geöffnet. Aber was soll ich denn dann da falsch gemacht haben? Also genau so, wie es im Walkthrough geschrieben ist, habe ich es tatsächlich dann auch gemacht.
Und der Walkthrough sagt, dass die Tür da jetzt geöffnet sein müsste. Diese Gitter hier, die müssten weg sein. Und das sind sie nicht. Puh, ich kann natürlich jetzt noch einen früheren Spielstand laden. Kann ich von hier sehen, ob die Türen auf oder zu sind? Wahrscheinlich nicht. Nee, von hier unten kann ich es nicht sehen. Ja, das ist die geschickte Frage, was das dann eigentlich triggern sollte. Vor allem, ich verstehe auch nicht, wir haben hier unten zum Beispiel noch so eine Klappe. Die wird ja auch nicht aufgemacht. Da hinten im Pool haben wir noch eine Klappe, die wird auch nicht aufgemacht. Also sehr strange. Ich kann jetzt nochmal den gleichen Weg gehen, der auch im Walkthrough beschrieben wird. Ich bin an der Seite vom Dschungeleingang. Klettert da jetzt links hoch. Ja, da hinten müsste man eigentlich die Tür sehen, aber da sieht man sie nicht, weil sie versteckt ist vom Rest. So, dann springe ich da auf die Schräge, kletter, halt mich fest, Ja, ich mache das Ganze nochmal, weil ich zu weit rechts war. Zu weit links war. Ja, das tut mir jetzt echt leid. Das, so wollte ich das nicht. Also, das ist leid. Ich kann ja auch nichts dafür, aber... Ach, was würde ich darum geben, dass ich gleichzeitig nach links und nach oben klettern könnte? So, jetzt springe ich etwas weiter nach rechts. Dann sollte das auch mit dem Festhängen kein Problem sein. Ich werde langsam etwas unterbelichtet. Ich fühle mich auch so. Aber nach all der Zeit ist es zum allerersten Mal so, dass mich tatsächlich ein Bug stoppt. Ich hätte sonst eigentlich immer Glück mit Bugs. Also wenn ich mal irgendwelche Bugs in Spielen gefunden habe, dann irgendwelche lustigen, die jetzt nicht wirklich spielentscheidend waren, aber dass mir ein Bug das Weiterspielen an einem Spiel vermiest hat, das hatte ich bisher noch nicht. Also das Ding ist immer noch zu. Doch, ich habe Skyrim gespielt, ich glaube 5 Stunden oder so. Nee, ich meine auch im Stream, also klar, so privat beim Spielen in meinen 25 Jahren Spielehistorie gab es natürlich solche Situationen, aber beim Streamen von Spielen oder beim Let's Playen war das noch nie der Fall. Nö, das Teil bleibt zu. Ich kann jetzt nochmal zu dem Vogel hingehen. Und wenn es dann auch nicht klappt, dann weiß ich halt auch nicht. Dann
Dann muss ich das Ende vom Bonuslevel vorlesen. Ich kann es dann auch nicht ändern, ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich nicht mehr viel weiteres gibt, außer den Vogel zu töten, weil, wie gesagt, wir haben jetzt eigentlich alles gemacht und wirklich Story hatte dieses Bonuslevel jetzt auch nicht. Nee. Tut mir leid. Keine Ahnung. Was sagt denn der Walkthrough? Ein Secret gibt's noch. Stellt euch nun dem finalen Kampf gegen die Vogelkreaturen beendet durch einen Sieg das Spiel. Ja, gut. Ich kann nochmal schnell was anderes probieren. Es gibt hier auch noch eine andere Webseite, auf der ich normalerweise immer unterwegs bin. Bonuslevel Nightmare in Vegas. Ist jetzt natürlich auf Englisch und nicht auf Deutsch, aber das ist mir persönlich ja egal. Hier, Bugnotes. Ach du Scheiße. Ja, das ist eine ziemlich lange Liste an Bugnotes. Ja, da gibt es noch einen anderen. It is possible to descend by safety, dropping from the walkway on the right side of the atrium into one of the small cement ledges below. Yeah. However, doing this may cause a bug that will prevent you from finishing the level. Aber das habe ich doch eigentlich gemacht. To avoid this problem, just make sure you enter the zoo before climbing down to the lower levels. Ich bin doch noch gar nicht nach unten geklettert, oder? For details, see the footnote below. Apparently, also, die Reihenfolge, in der wir die verschiedenen Bereiche des Levels erkunden und die Items aufsammeln, bestimmt den Weg, wie die Events sich präsentieren. Am wichtigsten, walking past the entrance to the birdcage level, also das durch den Eingang zum Vogelmonsterkäfig, triggert die Entstehung des Monsters, ja. If you bypass this area by dropping down near the hallway, the monster is never created. Okay, das hatten wir ja nicht. So, you can't kill it, finish the level. Das hatten wir nicht, das Monster ist ja da. Once you've walked past the room of the cage, activating the monster, you can climb down any way you want. Das hatten wir ja, das ist ja nicht das Problem. A variation of the basic missing monster bug occurs when you explore the level in particular sequence. Also es gibt noch eine andere Art, wie das Ganze kaputt gehen kann. Das Endresultat ist, dass das Vogelmonster erstellt wird, aber die Rückwand des Käfigs, genau, bleibt solide und das Monster kann nicht fliehen. Das heißt, Lara kann es nicht töten und so können wir das Level auch nicht ändern. Hier ist die Sequence that causes the second missing monster bug. Genau, also das ist jetzt das, was wir gemacht haben, was falsch war. Zusammengefasst, erstens, ohne dass wir zu dem Käfig gegangen sind, haben wir das obere Level verlassen und sind nach unten gelaufen.
Ja, gut, das ist egal. Es hilft alles nichts. Das ist ein Fehler, den habe ich ganz am Anfang vom Level gemacht und damit müsste ich jetzt 1,5 Stunden nochmal durchspielen. Das werde ich nicht machen. Nicht da, also das werde ich nicht deshalb machen, dass wir am Ende dieses Viech töten können und dann das Level zu Ende ist. So wenig Story, wie da jetzt noch kommt, Story ist es eh keine. Da kann ich drauf verzichten. Dann lassen wir dich leben. Du nettes Vogelfiech. Und dann würde ich sagen, beschließen wir hier Tomb Raider 2 with The Golden Mask. Tja, Albtraum in Las Vegas ist tatsächlich ein Albtraum. Ich kann ein Spiel nicht lösen, weil ein Bug da ist. Ja, aber sei es drum, es hat trotzdem Spaß gemacht. Das Add-on hat auch echt Spaß gemacht. Das Bonus-Level, ja, es ist ein bisschen arg aus der Welt gegriffen. Ich habe keine Ahnung, warum wir in Las Vegas sind. Ich habe keine Ahnung, was dieses Monster da soll. Ich habe keine Ahnung, warum unten vor dem Hotel T-Rex rumlaufen. Ist es eigentlich auch egal. Es war noch eine nette Nebenbeschäftigung. Ich habe es jetzt mal gesehen, das Bonus-Level. Und falls ihr selbst an der Stelle seid, vielleicht. Also ich habe für die Folgen auf YouTube, ich werde wahrscheinlich an der Stelle, wo ich Scheiße baue, werde ich reinschreiben, dass ich da Scheiße baue. Falls ihr das dann auch spielt, dass ihr nicht in die gleiche Scheiße reinläuft, wie hier es jetzt ist. Ich habe noch eine offene Rechnung mit dem Vogel. Vielleicht kommt der Vogel ja im Teil 3 wieder. Aber ich würde sagen, an der Stelle hilft's alles nix. Zurück zum Hauptmenü. Und dann beschließe ich hiermit das Kapitel Tomb Raider 2 mit dem Add-on. Es folgt dann Tomb Raider 3. Ich habe jetzt schon Angst. Ich mag Tomb Raider 3 nicht. Tomb Raider 3 ist so böse. Aber schalte trotzdem ein. Ja, es ist 11:30. Ja, also für YouTube, ich bin hier an der Stelle raus. Hat mich gefreut. Viel Spaß euch noch. Tomb Raider 3 ist der Beste. Nein, Tomb Raider 3 ist nicht der Beste. Egal. Winke, winke. Wie komme ich denn da jetzt? Achso, ich muss jetzt hier sagen, Spiel beenden.